Das war wieder mal einer, der hat sich gedreht. Moment mal. Yo! Den würde ich doch gerne bekämpfen. Ich will mal sehen, ob wir überhaupt irgendwie hier gegen den vorankommen oder ob uns das irgendwas bringt. Vielleicht generieren wir dadurch irgendeinen Vorteil oder wir können uns eine Rüstung anziehen. Vor allen Dingen Barry. Vielleicht bringt das was. Das hat sich erfahrungsgemäß 50 Münz. Wir sollten seine Leiche verstecken. Oh. Jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Okay. Ich hoffe, das hat nicht irgendein Backlash. Backslash. Backlash. Ich hoffe, es feuert nicht zurück, okay. So, jetzt sollte aber keine Wache von hinten kommen, ne? Richtig, der ist ja tot. Hm. Oh. Hier vielleicht weiter? Oder hier? Das macht mich nervös. Nein, hier ist niemand. Absolut niemand. Habt ihr irgendwen gesehen? Verreckt ihr Schweine. Au. Oh. Das ist nicht so einfach. Wollten wir nicht warten, bis es Nacht ist? Naja, es ist ja fast Nacht. Es ist fast Nacht. Hahaha. Das ist ein Feiertag. Ich verstecke mich mal hinter dem Baum. Der kommt sicherlich gleich wieder, oder? Ja, der kommt da wieder. Sehr gut. Herzinfarkt! Nein! Die können wir genauso gut in den Spielstand laden. Ach, das ist ja... Das ist nicht so einfach. Da gibt es sicherlich irgendeinen Optimalweg. Aber genauso wie halt unsere Sicht eingeschränkt ist, ist auch die Sicht der Wachen eingeschränkt, ne? Ich meine, die Sicht der Wachen ist eingeschränkt, unsere übrigens auch. Und warum man uns hier nicht sehen konnte, keine Ahnung. Unser Sichtrand ist halt... der Rand der Map. Also der Rand des Bildschirms meine ich, nicht der Map. Das ist was völlig anderes. Das! Er hat unseren Oberst fast getötet. Dafür müsst ihr sterben. Vielleicht hätten wir die Wache doch töten sollen. Vielleicht. Langsam wünschte ich mir, wir hätten es getan. Dann hätte er nämlich keine Verstärkung rufen können oder die hätten den Kampf gehört. Das kann auch sein. Friemeln wir uns mal hier durch. Ja toll, großartig. Das ist nicht so einfach. Das ist ganz und gar nicht einfach. Oh je. Okay, wir verstecken uns mal hier. Dann gehen wir hier weiter und dann nochmal hier rein. Ich weiß nicht, ob uns hier sehen kann. Ich versuch's mal. Natürlich. Es war offensichtlich, dass das geht. Wenn man so gut versteckt. Also in der Wache kommen wir definitiv nicht vorbei. Dann müssen wir hier irgendwie durch. So ist das gedacht. So, und dann hier? Kommt hier eine Wache? Nein, hier ist niemand. Hier ist absolut niemand. Du Wache, du. Guck weg. Nein, hier ist niemand. Sie irren sich. Monsieur.
Ich kann ihn da nicht, was, irgendwas hat er gesagt. Also auf jeden Fall funktioniert. Klemm, ich kann nicht mehr. Ach, dann war das mit dem Fliehen bewusst so gemacht. Da rein. Cool. Verdammt, es ist ja uns endgültig entwischt. Jetzt sind wir sie endlich los. Hoffentlich. Gut, dass das endlich vorbei ist. Ich dachte schon, wir kommen da nie weg. Wir sollten bald bei der Hauptstadt ankommen. Ich dachte auch. Aber hey, diese ganze Erfahrung hat uns nur mächtiger gemacht. Oh nein, und neue Feinde. Der Pfad, der direkt zur Stadt führt, existiert offenbar noch nicht in dieser Zeit. Und ich hoffe, wir haben den Zeitfluss nicht unnötig verändert. Menno. Och Mann, das ist voll doof. Och Menno. Dann müssen wir wohl oder übel durch diese Höhle gehen. Stadt Ortos Lager. Die Demo ist ganz schön lang. Na gut, ich hab gesagt, ich spiele bis zum Ende der Demo. Und wenn es mich mein restliches Leben kosten sollte. Na, so lang kann die jetzt auch nicht sein. Ich meine, das ist ja nicht Charon 2. Schau mal, Barry, da hat offenbar jemand übernachtet. Hey, ich will auch übernachten. Ich will auch zu den coolen Übernachtungskids gehören. Barry, wir haben keine Zeit zum Schlafen. Gut, er ist bestimmt zum Schloss unterwegs, wenn er nicht schon längst dort ist. Natürlich ist er schon längst dort. Wir haben zu viel Zeit in diesem doofen Lager verplempert. Na, noch einmal ein Vorteil. Schwarzmalen bringt uns auch nicht weiter. Aber das weiß er ja nicht. Es ist ja nicht mehr weit. Menno. Was? Hat man denn nie seine Ruhe? Was sind denn das für Viecher? Bald tote Viecher. Gruselige Dämonenschleime. Schattenschleim. Die Dinger machen mir Angst. Komm, reiß dich zusammen. Ah, die machen ihm Angst, deswegen kann er wieder nicht angreifen. Mein Schwert gleitet durch sie durch. Sie nehmen scheinbar kaum Schaden. Barry, was ist mit dir? Hilf mir mal. Au. Danke, Barry. Klemm, da kommt jemand. Wie? Meine Augen! Meine Augen! Boah! Ey, du lebst! Natürlich lebe ich. Hast du je daran gezweifelt? Ich bin der Beste. Jetzt können wir übernachten, denn, jetzt haben wir wieder mehr Zeit. Tatsächlich. Ich hab dir doch gesagt, dass er es kann. Aber wenn ich Angst habe, kann ich leider kein Feuer spucken oder am Kampf teilnehmen. Ich bin trotzdem beeindruckt. Mann, ich habe euch so viel zu erzählen. Ich dachte schon, ihr hättet mich allein in dieses Portal springen lassen. Nur um mich zu ärgern. Wir sind dir alle gefolgt. Ich bin als letzter gesprungen und wurde dabei von Barry überrascht. Das war ein random Encounter quasi mit Barry. Wir sind offenbar alle auf Ort durch zerstreut worden. Nur Barry und du nicht. Ja, das ist seltsam. Boah, wollt ihr wissen, was mir inzwischen eigentlich passiert ist? Ja klar, schieß los. Hör zu, ich bin zuerst in diesem komischen Lager aufgewacht, wo alle in diesem Tempel arbeiten. Was, da waren wir auch. Warum sind wir uns nicht begegnet? Naja, kurz nachdem ich wieder bei Kräften war, bin ich dort gleich wieder abgehauen. Abgehauen? Wie? Ich bin auf die Klippen raufgeklettert und von dort aus an einer bestimmten Stelle über die Mauer gesprungen. Oh. So einfach geht das. Naja, man sollte sich halt nicht dabei erwischen lassen. Als ich dann endlich draußen war, bin ich eine halbe Ewigkeit hier in diesem Wald herumgeirrt. Dieser Wald sieht ganz anders aus als in unserer Zeit. Irgendwann bin ich zu diesem Sumpf gelangt und hab dort nach euch gesucht. Ohne Erfolg, versteht sich. Als ich zurückging, fand ich schließlich diese Höhle. Die Nacht war der Horror. Ständig gingen mir diese Schattenschleime auf den Sack. Ich fand schließlich heraus, dass man sie mit starkem Licht in die Flucht schlagen kann. Was war das eigentlich für ein Licht vorhin? Eine Lichtzauberspruchrolle. Die habe ich zu einem Typen im Straflager abgeknüpft. Wo waren wir? Bei deiner Höhlennacht. Ach ja. Als ich dann am nächsten Tag aufwachte, stand die Sonne schon ziemlich hoch am Himmel. Ich verbrachte den Rest des Tages damit, einen Weg durch diese Höhle zu finden. Aber ohne Fackel kam ich nicht weit. Aber du hast einen Lichtzauber. Na gut, das ist ein Blitzlicht, das hilft nicht unbedingt. Schließlich hörte ich Kampfgeräusche von diesem Ort aus. Und dann habe ich euch gefunden. Ist ja interessant. Für ein Nickerchen haben wir keine Zeit, aber für ewiges Gequatsche schon. Komm, lass das sein. Also wirklich, also Barry. Aber ihr habt doch recht.
Ha! Ich hab recht! Wir sollten schnell zum Schloss gehen, um Gunther aufzuhalten. Wenn wir weitergehen, benötigen wir eine Fackel, sonst sind wir so gut wie nichts und stehen auch nicht. Kein Problem, ich mach das. Ich bin quasi eine lebende Fackel. Ist jetzt einfach Klimm unter Feuer. Bitte was? Hier, ein Stück Holz. Dankeschön. Barry? Ich bin soweit. Dann los. Autsch, hätten wir das nicht dauer machen können, wo Licht ist. Tut mir leid. Mir fehlt die Übung noch etwas. Allerdings. Das ist schon das zweite Mal, dass du mich unter Feuer setzt. Mach auf die Schattenschleimer auf. Sie greifen überraschend an. Renn dem Encounter quasi. Ich könnte sie mit meiner Fackel angreifen. Ah, das ist ja... Das ist... Ach, schade. Ich dachte, das wäre jetzt ein neues Ausrüstungsstück. Das wäre cool gewesen. Moment mal. Wir haben doch immer noch die... Wir haben immer noch die Spitzhacke. Ach, schade. Das wäre jetzt konsequent gewesen. Huch. Na, egal. Schattenschleim greift an, Klimm benutzt die Fackel und greift damit an. Mit einer Fackel greift er an. Und wir haben keine Rolle für Lichtangriffe. Dann Karate schlagt er sie kaputt. Mit Feuer geht das schon, macht kaputt. Dann sind sie tot. Nicht unbedingt. Boah, bringt dich gar nicht. Boah, ey, voll kacke. Jetzt mach die doch mal kaputt. Ich glaube, ich hab Klimm nicht mit der Fackel angreifen lassen. Das ist blöd. Hätte ich mal machen sollen. Tun. Okay, ich hör schon. Die halten aber was aus. Mal schauen, wie viele Erfahrungspunkte die bringen. So, Fackel. Boah. Könnte ich eigentlich mal heilen. Ehrlich gesagt. So. Okay, also die Schleim brauchen wirklich ein bisschen länger. Die werde ich rausschneiden. Zukünftig. Aber meine Aufnahmen und Schnittmethoden müssen euch ja nichts angehen, nicht wahr? Also hört mal schön weg. So, gewonnen. 2,5 sind Barry Level 6. Nice. Gut, da haben wir sie weg. Brutzel, das ist schön. Hier noch irgendwas. Oh! Gruppe heilen, nice. Das heißt, uns kann jetzt quasi gar nichts mehr passieren. Das sieht verdächtig aus, aber das war nur eine verdächtig aussehende Stelle. Okay, ich muss mich dringend hochheilen. Die Viecher können zaubern. Gruppenschädigungszauber können die aussprechen. Das fand ich jetzt nicht so gut. Was würde eigentlich dagegen sprechen, wenn sowohl Klimm als auch Bohr eine Fackel bekommen würden? Dann könnte Bohr sie auch angreifen. Ich muss eine Idee. Ah! Heiltrank, Heilsirup, Elixier. Oh, neue Ausrüstung wäre man nicht schlecht. Aber wieso sollte man die einfach so hier finden? Andererseits, warum sollte man... Oh, wohin jetzt? Warum sollte man Heiltränke irgendwo finden, ne? Könnte man als Gegenargumente liefern. Tiefer oder höher? Moment, das ist gar keine Treppe? Ah! Endlich sieht man mal wieder was. Moment, vielleicht müssen wir die Spitzhacke einfach nur ausrüsten. Ah, schade. Das wäre so konsequent gewesen, das wäre so cool. Ich meine, das hat man als Spielelement ja so kennengelernt. Wäre es cool gewesen, wenn das jetzt so konsequent weitergeführt worden wäre. Ah, ist das der Ausgang? Ja. Gleich haben wir es geschafft. Ja, aber von Magnus und Claren fehlt jede Spur. Die beiden können wir nachher noch suchen. Zuerst sollten wir zum Schloss, um Gunther aufzuhalten. Neue To-Do-Fist-Beitrag. Okay. Achso, das ist Wasser. Das ist kein Speicherpunkt. Schnell, wir haben es eilig. Ortos Schattenzell am Ortos. Okay, gut. Und der blaue Streifen darunter ist eigentlich Schatten, aber der sieht ja seltsam aus. Ich denke, um die Zeit lassen die Wachen keinen mehr in die Stadt. Achso. Dann gehen wir eben. Oh Gott, das Schattental. Blitzberg, Morgenstadt. Abendstadt?
Hier geht's nicht zum Schloss. Ja, aber... Da bleibt ja nur der Weg. Oh, oh. Dann treffen wir bald aufeinander. Schloss Ortus Blitzberg, Morgenstadt. Ortus Blitzberg, Morgenstadt. Ich weiß, wir sollten eigentlich nach Norden, aber hier geht's nicht zum Schloss. Aber ich weiß, wo der Prinz ist. Aber die Protagonisten wissen es nicht. Spannend, spannend. Wann werden wir aufeinandertreffen? Vor allen Dingen wie? Hey, Klim, wir können doch gleich über den Geheimgang ins Schloss gehen. Gute Idee. Welcher Geheimgang? Wirst du gleich sehen. Das ist genial. Falls er natürlich existiert. Von da seid ihr also hergekommen. Yep, diese Höhle bringt uns direkt in das Kellergewölbe des Schlosses. Das ist genial. Gut mitgedacht. Und hier schwebt Unkraut über uns. Ach, in der Zukunft ist dieser Baum ausgewachsen. Daran erinnere ich mich noch. Details, Details. Oh, da steht ja einer. Komisch, in jeder Zeit will ich manchen Geheimgang wohl noch bewachen. Dann versuchen wir es eben durch den Vordereingang. Dann hoffe ich mal, dass du einen Plan hast, wie wir das am besten angehen können. Wird schon irgendwie funktionieren. Aha, toller Plan. Wird schon irgendwie funktionieren, prima Plan. Gut, gehen wir halt nicht nach links. Die wollen ja auch nicht weiter nach links. Schade, wäre ein guter Plan gewesen. Wäre voll gut. Na gut. Lässt sich leider nichts gegen machen. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, nach links. Aber halt, da drin haben wir jetzt nichts zu suchen. Aber ich bin der Spieler! Ja, okay. Ich sehe es ein. Wo geht's jetzt hier entlang? Ach, das ist der richtige Weg. Oh boy, er ist uns auf den Fersen und er ist ein bisschen schneller, als er über Land fährt hat. So, dich brauche ich jetzt nicht mehr. Husch, husch! Schau, ihm fährt einer aufs Maul! Oh, er kennt den Geheimgang ebenfalls. Ist ja klar, ist auch der Prinz. Das ist nicht gut. Halt! Zutritt ist nur dem König und seinem Nachkommen gestattet. Ich bin der Nachkomme des Königs. Seht her! Ich habe eine Plastikkrone. Die Krone? Sie trägt das Ortus-Emblem. Wie ist das möglich? Lasst mich durch. Nein, ihr seid vermutlich ein Hochstapler. Diese Krone muss eine Fälschung sein. Aus dem Weg! Das ist keine ordinäre Blitzmagie. Das ist fortgeschrittene Blitzmagie. Und damit ist er schneller am Ziel als wir. Das ist schlecht. Ich bin echt gespannt, ob sein Plan gelingen wird. Ich bin super gespannt. Es steht momentan alles auf Messers Schneide. Er hat uns gegenüber Vorteile. Wir haben nur Nachteile. Hi. Achso. Er kann Blitzschattenmagie zaubern und wir sind einfach nur irgendwelche Typen. Er hat eine Krone. Er sieht aus wie der König. Also, was sollte hier um diese Zeit? Entschuldigt bitte, aber wir sind weit gereist und wollten fragen, ob wir vielleicht ein Bett für eine Nacht haben könnten. Sieht das hier aus wie ein Gasthof oder was? Ihr befindet euch auf königlichem Boden. Sucht euch doch woanders einen Schlafplatz. Aber nicht hier im Schloss. Das kommt gar nicht in Frage. Und jetzt verschwindet! Das hast du wieder toll hingekriegt. Irgendwie. Hör auf zu meckern. Ich würde dir vorschlagen, wir nehmen doch den Geheimgang. Und die Wache? Wir könnten die Wache bestechen. Du willst sie umbringen? Nicht erstechen, bestechen. Ach jo. Ja, aber vielleicht gibt's doch andere Wege. Da müssen wir nicht hin. Vielleicht... Das können wir vergessen. Ja, aber die... Drachenhöhle, ich meine, wir haben Drachen dabei. Gut, das führt uns auch nirgendwo hin, aber vielleicht... Ein paar Verstärkungen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Da müssen wir nicht hin. Richtig, richtig. Jetzt müssen wir die Spielverlängerungsspirale laufen. Oh, das ist so schlecht. Nein. Wir müssen jetzt einen Umweg gehen. Das ist schlecht. Hier geht's nicht zum Schloss. Gut, ich wollte nur hinsehen, nur mal schauen, ob es da irgendwas gibt. Ja gut, jetzt kommen wir natürlich auch dran vorbei, aber dennoch, der Prinz ist vor uns. Der Prinz ist vor uns! Hoch? Ja, Wächter! War Gunther etwa schon hier? Wir müssen uns beeilen.
Ui. Was wird passieren? Also ich bin super gespannt. Die Rätsel sind auch neu. Was? Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Gut. Ach. Ich schneid euch das natürlich zusammen. Ach komm. Okay, und da sind wir wieder in der Höhle. Also ernsthaft, da hätte man den Spieler ein bisschen drauf vorbereiten können. Ich meine, hier sind drei Leute. Und keiner von denen kann man sagen, ah, Vorsicht, da ist was, oh, geh in Deckung, dass der Spieler zumindest einmalig drauf vorbereitet wird. Ich meine, damit kann keiner rechnen. Dass da was in der Wand ist, sieht man kaum. Deswegen bin ich einfach weitergerannt. Und ein Messer bringt drei Leute um, quasi. Gut, eigentlich ist es nachvollziehbar, wenn man Game Over ist, wenn nur der Protagonist umgebracht wird. Ja, das ist schon korrekt, aber bisschen Rücksicht auf den Spieler. Please. Irgendwas blockiert dieses Ding. Ich bin's nicht. Gut. Schauen wir mal. Todesfallen, da muss auch der König durch. Na gut. Der legt natürlich vorher die Schalter um, ist ja klar. So ein Game Over ist kein Pappenstiel. Da wäre es schön drauf vorbereitet geworden zu sein. Irgendwie. So ein bisschen. Oje, oje. Der leuchtet aber schön. Sind jetzt auch die Fallen hier deaktiviert? Nee. Die Messer können zum Beispiel schon rauskommen, wenn man ein Feld davor ist. Also so nur, also ich meine, nee, Quatsch, das war jetzt falsch formuliert. Also man hatte hier so einen Mindestabstand, den man braucht, damit die sich aktivieren, ne? Die können sich vielleicht schon hier aktivieren. So, auf der Entfernung. Dann rennt man vielleicht nicht schnurstracks direkt rein. Oder vorher vor die Höhle einen Speicherpunkt setzen, das geht auch. Das ist auch eine gute Alternative. Oh ja, der Vulkan. War der hier schon mit Magie stillgelegt? Muss er eigentlich. Mit Magie. Ich komme da immer noch nicht so ganz drauf klar, aber gut. Man könnte doch einfach sagen, ja, der... Ich weiß, ich mag Magie als Argument nicht. Man könnte doch einfach sagen, ja, der ist halt nicht mehr so aktiv. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich mag Magie als Argument nicht. Die Zimmer der Prinzen befinden sich ganz oben im letzten Stockwerk. Ich denke, ich werde wieder einige Wachen im Schloss patronieren. Du meinst Patrouillen, oder? Ja, wie auch immer. Das war laut. Das ist schlecht. Gut, wir haben ja gerade gespeichert. Ist okay. Aber das wird uns sicherlich wieder ein Game Over kassieren und dann... Was? Um Gottes Willen! Gottes Willen war ich hoffentlich nicht. Stimmt. Seht euch das an. Was ist hier geschehen? Wir sollten keinen Schein mehr verlieren. Zumindest hat Gunther für uns das Problem mit den Wachen gelöst. Also doch kein Schleichen, ach je. Das ist gar nicht gut. Wir nehmen den kürzeren Weg. Gut, dann machen wir das. Och nö, die armen unschuldigen Soldaten. Aber trotzdem, er kann sie einfach alle umbringen. Das wird ja nicht auf ihn dann, auf sein zukünftiges Ich zurückgefeuert. Einfach immer der Blutspur folgen. Moment. Kann man hier über die Wände? Ja. Sehr gut. Speicherpunkt, so gehört sich das. Alle heilen und speichern. Hoffentlich hat Gunther nicht auch abgespeichert. Auf geht's. Oh je. Halt! Verdammt! Was macht ihr denn hier?
Ihr dürftet gar nicht hier sein. Ihr seid doch gar nicht am Leben. Das mag vielleicht für diese Zeit stimmen. Was meinst du damit? Ihr seid die Zeitpolizei aus Dragonburg Xenoverse? Ihr seid mir gefolgt? Durch das Portal? Wieso verändert sich die Schattenfarbe meines Gesichtes ständig? Allerdings. Wir haben dann aber ein Weilchen gebraucht, um euch zu finden. Da fehlen aber noch zwei. Magnus und Claren haben wir noch nicht gefunden. Ihr habt dummerweise vergessen, den genauen Ort anzugeben. Der Zeitzauber hat uns daher auf der ganzen Insel verteilt. Aber das ist jetzt auch schon wurscht. Wurscht. Jetzt bin ich meinem Ziel sehr nah. Lass doch bitte Prinz Georg am Leben. Das muss doch anders zu lösen sein. Davon wisst ihr also auch. Ich würde vorschlagen, wir reisen jetzt alle schön gemütlich in unsere Zeit zurück und vergessen die Sache. Das klingt gut. Ich schätze, dafür bin ich schon zu weit gegangen. Ja, den Zeitverlauf hat er schon so ein bisschen verändert. Habt ihr gesehen, was ich mit all den Wachen da draußen gemacht habe? Das schaffe ich mit euch auch noch. Ihr wollt es nicht anders. Für König Georg. Nenn ihn nicht König! Das könnte schwierig werden. Prinz Gunther greift an. Und der sieht tatsächlich gefährlich aus. Wir haben lange nichts mehr erlernt. Karateschlag, Feuerspucken. 13, na gut, solange er nicht zaubert, ist alles okay. Sehr gut, 32. Was, Feuer macht ihm quasi gar nichts? Barry, greif ganz normal an. Tackle-Attacke. Ja, ausgewischen. Gut. Karateschlag, Feuerspucken. Ich hoffe, Boar bleibt am Leben. Der ist total immun gegen Feuer. Los, Barry! Kratzer! Ja, Barry ist mal wieder sehr hilfreich. Der verteidigt einfach. Ich brauche seine Magie vielleicht noch. Au! Der könnte uns dann heilen im nötigen Fall. Im nötigen Notfall. Zum Beispiel, jetzt könnte er sich erstmal selber heilen, weil jetzt der Drache die Heilschlampe ist. Der dunkle Blitze, ja, das gefällt mir super. In der Tat, bösartige Blitzmagie. Weil seine Seele so dunkel ist. Okay, geht noch. Noch ist er erträglich, noch ist er nicht in seine nächste Phase übergegangen. Dann wachsen ihm nämlich neue Flügel. Ja, vielleicht nochmal Barry selber heilen. Ja, sehr gut. Gut, dass es auf Barry flog, weil er sich ja sowieso heilen wird. Verdammt sollt ihr sein, Elitepack. Nun besinnt euch doch bitte. Gebt auf. Ich denke nicht mal dran. Tja, dieser Gunther. Das ist nicht... Oh, magischer Schutzschild. Das hat er auch noch erlernt. Naja, das bringt ihm jetzt nicht so gewaltig viel, aber gut. Irgendwann wird schon wieder weg sein, das Schutzschild. Naja. Keine wirkliche Herausforderung, ich finde das aber okay so. Verteidigung um 7 erhöht. Okay. Na schön! Ihr wollt es nicht anders. Ich level jetzt auf. Dann wird meine Kampfkraft über 9000. Ah, nein. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist ein Paralysezauber. Damit habe ich auch den Wächter im Geheimgang ausgeschaltet. War ja klar, dass es noch nicht vorbei sein kann. Keine Sorge. Es ist bald vorbei. Nein, es kann noch nicht vorbei sein. Habe ich doch gerade gesagt. Hör mir doch zu. Nein. Hört auf. Schluss damit, Majestät. Nanu! Nein! Ich helfe euch! Ich kann mich wieder bewegen! Das war Rettung in letzter Sekunde. Wie habt ihr uns gefunden? Ihr wollt nichts überhören. Man hat euch im ganzen Land gehört. Das ganze Schloss ist Aufruhr. Ja, das ganze Schloss ist Aufruhr. Soldaten sind hierher unterwegs. Zumindest die, die noch am Leben sind. Ja, der Gunther, der macht gerade so Dinge, die... So, das war's für euch.
Bis ihr diese Barriere durchbrochen habt, bin ich schon längst König. Sofern die Zeitflüsse in diesem Universum so funktionieren. Was sollen wir tun? Überlass uns die Barriere. Berührt sie auf keinen Fall. Bereit? Los! Kami! Nochmal! Ha! Da bist du ja, Bruder Herz. Nein! Die schleudernde Kiebälle. Unser neuer vom Volk gewählte König trägt den Namen König Georg. Unser neuer König trägt den Namen König Gunther. Drei, zwei, eins, jetzt Final Flash. Großartig, schnell rein. Nein, nein! Doch, es ist soweit. Ihr könnt es euch nun aussuchen. Folgt mir durch das Portal in die Gegenwart mit mir als König. Oder bleibt hier und werdet alle wegen Verdacht auf Mord an Prinz Georg gehängt. Spar dir deine Heilsprüche, du kannst nichts mehr für ihn tun. Aber wir haben noch einen Beleber im Inventar. Er ist tot. Ihr seid ein Monster! Das mag sein. Ein königliches Monster. Weil mir mein Vater nicht genug Liebe schenkte. Das ist ziemlich schrecklich. Oh. So, aber wie wird das jetzt funktionieren mit der Zeit? Da bist du ja. Wo hast du dann gesteckt? Stimmt etwas nicht? Warum? Warum lebst du noch? Warum lebt er noch? Die Insel. Credits. Was ist passiert? Was? Was ist passiert? Funktionieren die Zeitstränge anders als er dachte? Oder haben wir doch noch irgendwas getan? Oder irgendwas anderes ist passiert? Ich weiß es nicht, ich will es wissen! Ich will sofort eine Vollversion! Hey, da steht Super Mike. Nee. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Mit einem sehr guten Cliffhanger. Du Schwein, du. Oh Mann. Hat mir gefallen. Hat mir gefallen. Das Spiel hat definitiv nicht alles richtig gemacht. Das waren aber auch nur so Kleinigkeiten. Unbedeutende Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das Sterben dort in dem... Nee. Das Sterben. Das Sterben im Geheimgang. Das war blöd. Aber ansonsten hat mir das ziemlich gut gefallen. Ein bisschen ungeschliffen, aber das macht dieses Spiel irgendwie auch aus. Ich würde es irgendwie gar nicht großartig anders haben wollen. Da und ein paar Rechtschreibfehler, ne? Und die müssen schon noch beseitigt werden. Aber sonst war das echt gut. Das hat der Inselmanager sehr gut gemacht. Demo Ende. Habe ich sehr gerne gespielt. Jawohl, damit haben wir mal wieder ein Projekt beendet. Das ist schön. Hoffentlich wird Insel Manager auch sein Projekt beenden mit einer Vollversion. Das wäre total gut. Ich will nämlich unbedingt wissen, was als nächstes passiert. Das war's eigentlich auch schon, ne? Fällt mir sonst noch irgendwas ein? Nein, absolut nicht. Ich habe in diesem Let's Play alles gesagt, was zu sagen gibt. Die Insel bräuchte vielleicht noch einen anderen Namen, also das Spiel, weil man unter die Insel absolut alles findet, aber nicht unbedingt das RPG-Maker-Spiel. Und da würde wahrscheinlich sogar einfach nur ein Untertitel helfen. Die Insel Prophecy vielleicht. Also gut, mein Spiel hat so einen Untertitel. Also vielleicht nicht gerade der Untertitel, aber irgendein Untertitel, das hilft schon dabei, das richtige Spiel herauszufinden. Ne? Das war eigentlich auch schon alles. Hat mir gefallen. Gutes Spiel. Weiter so. Hat alles gut geklappt, so wie du es dir dachtest. Und ja, wenn ihr das selber mal spielen wollt, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und das war's ansonsten von meiner Seite. Wenn euch das Spaß macht, dann schaut doch in meine alten, aktuellen oder zukünftigen Videos, denn dann habt ihr immer was zu tun. Bis zum nächsten Mal.